Hallöchen, meine Freunde und Kumpels, und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. An dem Video von Montag oder Dienstag, ich weiß jetzt noch gar nicht, wann ich das raushaue, habe ich ja diese STG-44-Variante durchgedreht 2 gezogen, die richtig edel aussieht, würde ich sagen. Und ich werde sie jetzt auch in diesem Video, wie man sich wahrscheinlich denken kann, spielen. Aufsätze sind Griff, erweiterte Magazine und schnell ziehen. Und ja, dann werde ich jetzt mal gar nicht lange mehr labern. Ihr kennt das Prozedere. Abonnieren ist kostenlos und teilen würde mich auf jeden Fall auch sehr freuen, wenn ihr das Video, wenn wir das wieder einführen könnten, dass ihr das Video teilt, damit das mal vielleicht ein paar mehr Leute sehen und wir vielleicht ein paar mehr Frumpels zusammenkriegen. Wäre auf jeden Fall nicht schlecht und ja, dann bis gleich im Spiel. So, da sind wir dann auch schon. Hat auch gerade jetzt angefangen die Runde, sehr, sehr schön. Und immer schauen, ob wir hier ein paar Kills hinkriegen, wie gewohnt, wie gehabt. So, den ersten haben wir schon mal. Da kommt noch einer. Nee, der war im Nebenraum. Habe ich gerade falsch geguckt. Nice. Haben wir auch. Perfekt, aber der kommt jetzt hier. Nein, da hat er mich noch bekommen. Ja, ich habe zwar meinen Fernseher immer etwas lauter beim Aufnehmen, aber ich höre gerade null. Der ist komplett leise. Schade. Werde ich mal nächste Runde mal ein bisschen besser machen hier. Ein bisschen lauter machen, meine ich. Ja, den habe ich. Oder ich mache es jetzt ein bisschen lauter. So, jetzt höre ich auch mehr. 4 Worte braucht man zu der Waffe ja nicht verlieren. Die ist halt seit Beginn an im Spiel. Aber die designtechnisch sieht es auf jeden Fall sehr, sehr gut aus. Und stark ist die sowieso. Für die, die mein Sonntagsvideo gesehen haben, die kleine Überraschung, die ich da gemacht habe, müssten ja wissen, dass ich auf einer Hochzeit war und die war übrigens sehr toll. Ich selber hätte ja persönlich... Oh Gott. Nie gedacht. Ich bin ja sowieso so ein kleines Sensibelchen, ne? Muss ich ja mal zugeben. Aber das hat mich voll berührt, so die Hochzeit. Ich hätte nicht gedacht, dass ich auf der Hochzeit heule. Voll süß, ey. War aber auch schön. Oh, da hat das... Da kannst du nicht hochgehen. Guck dir das an, ey. Ja, die erste Runde schaffe ich auf jeden Fall nicht. Nichts Weltbewegendes. Außer das vielleicht. Diese beim Zocken immer an sich selbst zweifeln und dann läuft alles besser. Oh Gott, lass mich mal in Ruhe. Ich werde mal woanders hingehen. Oh, ich habe es noch überlebt zum Glück. Nee, war sehr schön. Das Essen war auch sehr schön und ich habe mich mit meinem Bruder tatsächlich auch ganz lange verkracht gehabt. Und dem ist auch alles wieder gut. Schön eigentlich gewesen. Nee, da kommt er doch. Mal noch kurz warten. Hä? Ja, campt mal hier nicht rum. Aber ich kann mal kurz campen. War ja kein Campen. Ich habe ja gesehen, dass er da kommt. Nice, Mann. Ah, die Waffe ist gut. Ah, die war schon immer gut. Da brauche ich jetzt gar nicht anfangen rumzuschwärmen. Nice, danke schön. Oh, den habe ich auch noch gekriegt. Wie habe ich das denn gemacht? Läuft ja doch ganz gut, obwohl ich am Anfang ein bisschen reingeschissen habe. Gucken, wie es dann auch in der zweiten Runde so weiter... Ob es denn in der zweiten Runde auch so weitergeht. Feindliche Bombe, die geht auf mich. Oh, doch nicht. Ah, den hätten sie mir noch geben können. Und witzigerweise muss ich auch übrigens dazu sagen... Ich hatte ja keine Ahnung, wie eine Hochzeit abläuft, ne? Ja, meine Schwester die ganzen Wochen gefragt, wie wir das machen, was da passiert und all sowas. Ja. So richtig konnte sie mir das ja auch nicht sagen. Oder ich habe einfach nicht richtig verstanden. Boah, Leute. Und dann habe ich so beobachtet und dann ist mir aufgefallen, dass ich tot bin. Dass eine Hochzeit vom Ablauf her, also so reingehen, ein Lied hören, dann wird was vorgelesen, so ein schöner Text, dann passiert die eigentliche Zeremonie und alle gehen wieder zusammen raus. Nein, schade. Das ist ungefähr, also nicht 1:1, aber ungefähr vom Ablauf, vom reinen Ablauf ist wie eine Beerdigung, nur ein fröhlich. Und das Witzige an der ganzen Sache war, dass der jetzt Mann von meiner Schwester in dem Moment, wo ich das meiner Schwester gesagt habe zu Hause, aber wir waren ja noch bei ihr, ich hatte da noch meine Sachen liegen,
Das schaffe ich nicht, überlebe ich nicht. Ich überlebe es doch. Oh Gott, oh Gott. Das, was ich gesagt habe, hat er auf jeden Fall bestätigt. Er so, ja, siehst du, sage ich doch. Ich so, geil. Also das fand ich echt geil. Einfach so haut er das raus. Weiß ich nicht, ob ihr schon auf einer Hochzeit wart und das bestätigen könnt irgendwie, aber ich fand das so, weil ich kannte ja nur die traurige Seite, also Beerdigung. Da war ich schon öfter. Ey, ich fange an, diese Karte zu lieben. Wer mein Montags- oder Dienstagsvideo gesehen hat, da habe ich ja auch schon ordentlich was geschafft. Voll geil. Mir war aber schön, auf jeden Fall. Hätte ich nicht gedacht, dass ich heul und so Kram. Wie glücklich die aussahen, einfach sweet. Schade. Ich bin gerade nicht so glücklich. Eine Drohne hätte ich ja gerne noch mitgenommen, aber naja, ist egal. Ist ja zum größten Teil eher so ein Smalltalk-Kanal hier irgendwie tatsächlich geworden, aber ich find's genau so geil. Genauso wollte ich das. Ich erzähle euch was, zock nebenbei. Einfach toll, wie sich das auch so entwickelt hat, finde ich. Also der sollte sich mal vielleicht in seinem Spielverhalten noch ein bisschen weiterentwickeln, aber das schafft er auch noch. Einfach schöner Tag und grillen ist sowieso beste, ne? Ich grill ja selten, weil ich wohne allein, ich kaufe mir das doch nicht. Ich kann doch nie alleine grillen. Bin ich eh quasi immer auf andere angewiesen. Und ja, das war auch geil. Wo ist er? Wo ist er? Hä? Ich hab den gar nicht gesehen. War der unsichtbar oder so? Ja, die ballern gerade alle Streaks raus, aber naja. Ja, krieg ich mich nicht. Ach du Kacke. Das wäre mir jetzt aber echt peinlich an deiner Stelle. Wo ist der? Boah, da bist du. Ja, jetzt ist aber gerade ganz schön. Kommt hier alles mal ein bisschen durcheinander hier in dem Video. Oder in der Runde. Habe ich noch? Geil. Nice, Alter. Die Waffe ist so nice, Mann. Ich würde schon sagen, das ist mit die beste Waffe in dem Spiel. Oh, Shotgunner. Hab ich? Ja, wenigstens noch eine Drohne. Geil, Mann. Dankeschön. Geil. Läuft, Mann. Es läuft einfach. Wunderschön. Ich hätte... Jetzt gerade in der zweiten Runde fällt mir ein, ich hätte diesen Gewehrabschussauftrag mal aktivieren sollen. Hätte man noch eine Kiste aufmachen können. Ah, ist egal. Habe ich jetzt einfach mal vergessen. Habe ich wirklich jetzt vergessen? Das ist blöd. Schade. Aber ich denke mal, das Video ist trotzdem ganz gut geworden. Muss ich auch mal ab und zu mal ein bisschen selber loben. Runde ist jetzt auch gleich vorbei und damit ist das Video dann auch vorbei. Richtig toll. Freut mich. Ja, den habe ich noch. Und das war's. Cool. Ja, dann würde ich sagen, beende ich das Video an dieser Stelle. Ich hoffe, es hat euch auf jeden Fall gefallen. Und wie gesagt, abonnieren ist ja eh kostenlos und teilen wäre auch echt wunderschön. Pittiplatsch hat's geklärt. Grüße gehen an dich. Das wirst du sowieso niemals sehen, das Video. Dann würde ich sagen, lasst es euch gut gehen. Wir hören uns hoffentlich in den nächsten Videos. Tschüss.